Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Gothic 2, die Legion. Wir sind zurzeit hier unten in diesem Flusslauf und ich habe in der letzten Folge, die letzten 3-4 Minuten wahrscheinlich vergeudet, indem ich versucht habe, den da unten umzubringen. Der ist ein ganz harter Gegner hier, dieser Lurker, aber nur der. Nicht seine beiden anderen Kumpanen, weiter nördlich. Die waren kein Problem. Es ist auch gar nichts Persönliches gegen ihn. Es ist irgendwie nur die... Ja, jetzt geht es nämlich wieder los mit der blöden Umgebung hier. Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Habe mich trotzdem treffen lassen einmal von dem Sack. Wir sind kurz vom Level ab, wenn man so will. Jetzt lurken hier nur noch ein paar Lurker rum. Vor allem hier im Wasser. Kommt der denn auf mich zu? Ich glaube, ja. Oder hängt der im Wasser fest? Ach, der hängt fest. Na, oh, das ist wieder so unnötig anstrengend. Weil das macht aus dem so eine schwer einzuschätzende Variable. Warum komme ich hier nicht hoch? Wer hat denn diesen Fluss hier konzipiert? Oh, 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 oh. Ja! Komm, gleich 5 von denen, bitte. Der Punkt ist, das mit dem Fluss hier kann man allerdings den Moddern dieser Mod nicht ankreiden, sondern den Ersteller der Karte hier. Denn wie gesagt, das ist, glaube ich, aus der Modding-Datenbank eine Karte, die ich, glaube ich auch, es müsste Valendor im Auftrag des Königs gewesen sein, schon einmal bespielen durfte. Da waren hier nur nicht so viele Gegner unten am Flusslauf, oder ich erinnere mich zumindest nicht mehr dran. Ja, da hing ich kurz eben ganz, ganz dumm im Wasser fest. Ich konnte nicht schlagen. Ja? Ging einfach nicht. Keine Ahnung, wer sich das überlegt hat. Lass deinen Kumpel... Ja, das können wir gleich neu laden, ne? Also, ich meine, warum ist jetzt der Anna-Kolleg noch dabei? Also manchmal... Da verliere ich den Glauben, wirklich. Da kann ich nicht mehr... Warum ist dein Kumpel alles noch dabei? Komm, verfatzt euch, macht euch heim. Au! Ich hasse es immer, dieses blöde Drehen von der Seite. Jedes Mal bist du da noch erwischt. Mensch, Mensch, Mensch. Wie gesagt, wir haben hier momentan eine sehr kritische Lage. Aus dem einfachen Grund, dass die Umgebung hier wirklich absolut widerwärtig zum Kämpfen ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, ihn einfach mal ein bisschen weiter nach... oben zu locken und ihm dann ein paar mitzugeben. Oder wenigstens so eine kleine Fläche, auf der man hier arbeiten kann mit den Lurkern. Und dann klappt das auch. Ja. Ihr seht direkt, wie viel einfacher das hier ist. Das mache ich jetzt auch, dass ich die Nächsten auch einfach hierher locke. Das ist ja ansonsten Sodom und Gomorra. Das ist einfach Wahnsinn. Da bist du geisteskrank. Die Hölle auf Erden. Sich mit denen da rumschlagen zu müssen. Jetzt haben wir natürlich noch den einen Spacko da im Wasser, ne? Komm wenigstens hier rüber. Ja, okay. Naja, so halb. So, schauen wir mal, ob wir jetzt den hier angelockt bekommen, ohne dass der im Wasser Randale schiebt. Also irgendwie scheint er ja zumindest im Wasser zu bleiben. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Nämlich sein Kollege hier auf die Fratz. Oh, der kriegt sogar gut auf die Fratz. Das war's auch mit dem. Und wir kriegen nach dem nächsten Level ab. Ja, Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Müssen wir den nur irgendwie aus dem Wasser kriegen. Zumindest knurrt er uns an. Und hier vorne haben wir eine Höhle.
Er kommt angeschwommen. Er folgt uns. Er hat es an Land geschafft. Das kriegen die auch nicht immer hin. Und jetzt wurde er nochmal zurückgesetzt, weil Gothic. Und jetzt beginnt der nächste nervliche Zweikampf. Wobei das jetzt eigentlich ganz gut mit den Lurkern funktioniert hat, muss man ja wirklich sagen. Das war am Ende der letzten Folge durchaus ein bisschen unangenehmer. Und da sowohl unser Level Up als auch der Lurker platt. So, stopp, jetzt habe ich kurz nur eine Rechnung. Die ging jetzt gerade nicht ganz auf. Wir brauchen nämlich noch ein Level Up für das edle Schwert, fällt mir gerade mal so ein. Oh je, ist das anstrengend. Wir haben ja Stärkekosten, die sind schon 2 zu 1. Boah, ist das ekelhaft. Was haben wir denn hier drin? Haben wir überhaupt eine Fackel dabei? Haben wir nicht. Und hier sieht man leider, wobei es ist eventuell nicht ganz leer. Hier haben wir eine riesige Räumlichkeiten. Alte Ruinen, es ist gut möglich, dass ihr jetzt gar nichts seht im Video. Problem ist nur, es ist komplett leer. Und da muss ich wieder sagen, schade, 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 dass man hier nichts draus gemacht hat. Man hätte ja durchaus ein paar Gegner hier reinpacken können. Oder ein paar Items, nachdem man ja schon die ganzen Lurker da zunichte geschlagen hat, dass man dann hier einfach ein bisschen was hinzufügt. Das wäre doch ganz nett gewesen. Was weiß ich, eine kleine Truhe, die man vielleicht knacken muss. Von mir aus setzt auch noch ein Skelett rein, das wir dann noch gar nicht besiegen können. Dann wissen wir, dass wir uns fernhalten sollen. Aber so ist es nur schade, dass man eine relativ offensichtliche Höhle nicht nutzbar gemacht hat. Wie gesagt, schade, schade, schade. Ist ja mittlerweile schon öfter mir aufgefallen in die Legion, dass man hier sich der Karte bedient hat, diese aber nicht vollends befüllt hat. Was ja an sich kein Verbrechen ist, nur wirkt es sich halt sehr aktiv drauf aus. Ne? Also wir sehen ja direkt, hier ist eine Höhle, wir töten hier Lurker und dann ist hier halt einfach nichts zu holen. Das ist ein bisschen schade. Was wiederum nicht schade ist, dass wir jetzt hier alle Lurker malträtieren konnten. Jetzt muss ich überlegen, wie wir weiterverfahren. Also wir brauchen 3000 EP bis zum nächsten Level Up und könnten mit den 10 Lernpunkten, die wir jetzt hier haben, nur 5 Stärkepunkte hinzufügen. Oder wir fressen noch 2 Drachenwurzeln oder die 10 dampfenden Suppen. Oh, das ärgert mich. Ich will es eigentlich nicht. Ich will es noch gar nicht. Ich weiß genau, das lohnt sich dann wieder nicht. Oder zumindest rede ich es mir ein. So, da ist der Kasper, der hat aber nichts zu erzählen. Wir donnern erstmal die 10 Lernpunkte wieder auf den Kopf. Wobei, vielleicht werde ich es noch bereuen. Ich behalte es erstmal. Wir laufen nochmal als erstes zu Artorius und berichten dem von seinem Waldläufer-Kollegen, der wohl dieses Belia-Ritual zumindest, also der hat da nicht beigewohnt, weil sonst wäre er ja mutmaßlich ein Täter. Dieses Verräter-Komplotts hier, ein Mitglied. Aber zumindest hat er das Ganze entdeckt. Und Artorius hat ja im Prinzip sowas auch schon mal angesprochen, da gab es nur keine Quest. Die Quest erhält man dann vom Andar. Geben wir die Informationen mal weiter. Ein gutes hat das Level Up. Wir kriegen immer mehr Lebenspunkte zusammen. Das summiert sich dann auf Dauer auch irgendwann. So, ansonsten dürfen wir hier keine weitere Quest mehr haben. Das sind ja alles bloß Bauern. Hey. Auch sonst hat da keiner mehr dann irgendwie weitere Dialogzeilen über irgendwas zu verlieren. Hätte ja irgendwie sein können. Aber vielleicht kommt das auch noch. So, der andere Kasper hier, der will noch Sumpfkrautstängel, haben wir leider keine dabei. Der arme Kerl. Reden wir mal hier mit dem Chef. Ich komme von Andar. Du kommst von Andar? Aber wie? Das ist vollkommen unwichtig. Berichte. Er kam zu spät. Der Bauer wurde schon geopfert, bevor er eintraf.
Verdammt, hat das denn nie ein Ende? Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Dieser Sache muss auf den Grund gegangen werden. So kann es hier nicht weitergehen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Dieser Belia-anbetende Bastard muss gefunden werden. Und zwar so schnell wie möglich. Soll ich mich darum kümmern? Wer erzählt denn sowas? Du? Ich weiß ja nicht recht. Wer bist du denn überhaupt? Ich? Ich bin nur ein unbedeutender Spielball der Götter. Man erzählt sich ja so einiges. Na, wenn du meinst. Gut. Ich erlaube dir, Nachforschungen anzustellen. Du wirst den Schuldigen finden. Glaubst du wirklich? Oder bei dem Versuch mit deinem Leben bezahlen. Das lässt sich einrichten. Wo soll ich anfangen? Frag am besten die Bauern und anderen Waldläufer, ob sie in letzter Zeit etwas Merkwürdiges gesehen oder gehört haben. Gut. Ich mach mich an die Arbeit. Enttäusch mich nicht. Das liegt doch auf der Hand. Alles klar. Die Gertrud war es nix. Der Findol war es auch nix. Die anderen Waldläufer haben ja gar keinen Namen, ne? Mich fragt ja keiner. Ich kann mal sie trotzdem ansprechen. Tatsächlich. Was weißt du über die Beschwörung? Irgendwas gehört oder gesehen? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Nee. Lass uns erstmal abwarten. Der lässt sich nicht ansprechen, warum auch immer. Hey. Der auch nicht. Der auch nicht. Also der eine hat wohl für alle vier gesprochen, der hat wohl keine Ahnung. Aha, ein schwerer Ast. Ich will mir noch ganz kurz hier nochmal hinter der Scheune umschauen. Da waren wir ja gar nicht so aktiv unterwegs hier hinten. Nur ein paar Feldräuber vermöbelt. Hier geht's auf jeden Fall hinauf. Ich glaube, ich werde sogar gleich mal da hochlatschen, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch ein paar kleinere, besiegbare Gegner irgendwo auf uns lauern. Die könnte man dann noch zertreten. So, weißt du irgendwas? Aha. Oh, das... Zeig mir dann. Nein. Will ich nicht sehen. Was weißt du über die dunklen Rituale, Kleiner? Ich? Wieso sollte ich etwas wissen? Na komm schon, du bist doch nicht blöd. Vielleicht weiß ich ja sogar etwas. Vielleicht hat mir eines meiner Schafe zugeflüstert. Ich bin dann mal weg. Warte! Meine Quellen sind, sagen wir mal, von mächtiger Natur. Na schön, was weißt du? Ich könnte es dir natürlich zwitschern, aber warum sollte ich das tun? Weil du vielleicht das nächste Opfer der Rituale bist. Oh, das glaube ich eher nicht. Ich werde dir erzählen, was ich weiß, aber vorerst wirst du etwas für mich erledigen müssen. Und was? Ganz hier in der Nähe gibt es eine Höhle. Sie leuchtet bei Tage und bei Nacht. In dieser Höhle ist etwas Mächtiges aus alter Zeit. Nennen wir es mal ein Amulett. Dieses Amulett. Jetzt! Na toll. Und du erzählst mir alles, wenn du es hast. Gewiss. Dann werde ich sehen, ob ich rankomme. Wo genau ist diese Höhle? Wie gesagt, ganz hier in der Nähe. Und sie leuchtet bei Tage und bei Nacht. Alles klar. Der hat einen Dachschaden. Ich glaube, ich weiß auch, um welche Höhle es sich handelt. Da hatten wir schon einen Zombie erledigt. Also der wurde quasi für uns erledigt von einem Goblin-Reiter, der dann wiederum eine Folge drauf von Goblin-Skeletten verjagt wurde. Da können wir wahrscheinlich noch nicht so viel ausrichten, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Da hätte ich dann schon gerne das edle Schwert nutzbar gemacht bis dahin. Da müsste ich halt erst wissen, wie ich am besten damit verfahren sollte, mit den ganzen Drachenwurzel Zusatzboni. Gegebenenfalls könnte es auch gut sein, dass das vielleicht gar keine Auswirkung hat auf die Lernpunktkosten. Das
da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, wie Mods damit umgehen. Ja, die einen Mods haben das irgendwie, wird das separat verrechnet. Da kann man quasi so viele Tränke sich reinscheppern, wie man lustig ist. Aber ich meine, im Hauptspiel ist es so, dass einem das ein bisschen Kopfschmerzen bereiten kann, wenn man zu früh sich die ganzen Tränke reindonnert und dann am Ende blöd dasteht. Wenn dann auf einmal alles 3 Lernpunkte kostet und man eigentlich noch nichts gelernt hat. Nichts effektiv quasi. So, hier haben wir tatsächlich ein paar normale Goblins und einen schwarzen. Das ist überhaupt kein Problem. Die nieten wir alle um. Dann sammeln wir noch ein bisschen EP. Manche Mods haben ja auch eine andere Art und Weise, das mit der Lernkurve etwas zu verfeinern. Das war bei Yuran, meine ich so. Da gab es da ein Schwert, das hat 100 Schaden verursacht, benötigte aber nur 50 Stärke. Hiervon habe ich noch keine Möglichkeiten entdeckt, dass man hier sowas in der Art... Der hat uns umgelegt, Tatsache. Dass wir hier sowas in der Art hätten bei die Legion. Das heißt, vermutlich werden wir relativ viele Stärketränke finden, denn wie gesagt, wenn auch die Lernkosten so massiv hoch bleiben, bleibt ja gar keine andere Möglichkeit mehr. Ja, die Sache mit dem Highground, ne? Zack. Hat ihm nichts gebracht. Ich werde jetzt auch hier keine Tränke mehr beziehungsweise Pflanzen oder Nahrungsmittel hier verschwenden. Für die paar Lebenspunkte. Die letzten Goblins machen wir so platt. Und danach pennen wir eine Runde. Wird ja auch bald dunkel. Hat sich bei dem Goblinhaufen hier übrigens jetzt sehr gut alles gestalten lassen. Also die haben uns ja wirklich überhaupt keine Probleme bereitet. Die konnte man ja direkt umnieten alle. Konnte man auch richtig gut einzeln rauslocken. Das ist ja echt Wahnsinn. Bin positiv überrascht. Von dieser kleinen Goblin-Horde hier. Und normale Goblins machen uns auch überhaupt keinen Schaden. Also fast keinen Schaden mehr. Also da kommen wir schon ganz gut mit zurecht. Muss man ja auch mal kurz erwähnen. Da haben wir eine Höhle. Vielleicht ist es ja auch die Höhle, von dem der Gute spricht. Wir müssen uns gar nicht mit den Untoten da unten anlegen. Oder das ist alles eine Höhle, das könnte natürlich auch sein. Ansonsten ist hier nichts. Hier fliegt nichts rum, kein Fisch, kein Fleisch. Von was ernähren die sich denn? Die Goblins hier, wenigstens ein Heilkraut noch hier oben. Mal gucken, wo uns die Höhle hier hinführt. Das sieht ja wieder recht leer aus. Ist ein Stollen oder was? Ich glaube, wir sind hier massiv falsch. Ich sehe Pumas, ich sehe Snapper. Was ist denn das hier für Zeug? Guten Tag, die Herrschaften. Ja, hier sind wir massiv falsch. Das ist wahrscheinlich auch nicht die Höhle, die wir aufsuchen sollten. Trotzdem mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo... Die Tür geht nicht auf. Naja, okay. Hätte gedacht, vielleicht könnte man irgendwas stibitzen, wenn man da einfach den Gegnern dran vorbeiläuft. Also 2 Pumas und mindestens 3 Snapper, wenn nicht 4 oder mehr. Hat nichts zu tun mit der Quest. Da bin ich ziemlich sicher. Das heißt, die Höhle, die bei Tage und bei Nacht leuchtet, ist die unter uns mit den Goblin-Skeletten. Und ich glaube, dafür sind wir noch nicht bereit. Wie gesagt, mit dem edlen Schwert oder vielleicht einer besseren Rüstung wäre das alles gar kein Problem. Aber ich glaube, um das zu erhalten, sollten wir uns mal generell Richtung Stadt wagen. Ich wollte ja eigentlich schon in Folge 10 zur Stadt. Hatte ich zumindest in Folge 9 so angekündigt. Glaubst du wirklich? Jetzt ist Folge 11 rum und ich eier immer noch auf dem Bauernhof rum. Zugegebenermaßen, das mit dem
Andar, das war jetzt natürlich nochmal ein neuer Input. Ich nicht schon genug und der erfolgreiche Lurker-Kampf. Aber so langsam war sicher. Könnte man sich doch mal Richtung Stadt begeben. Ich weiß, ich sag's jetzt wieder und mach's dann wieder nicht. Hat denn sonst noch irgendjemand vielleicht eine Information bezüglich dieser... Was ist das jetzt? Oder lang gedauert. Nee, scheinbar ist Feister der Einzige, der uns irgendwelche Informationen bezüglich der Rituale mitteilen kann, ja. Niemand anderes hat da sonst irgendwas zu erzählen. Naja, von mir aus. Wir kommen auf jeden Fall ganz gut voran. Haben jetzt auch gut was an EP wieder hinzugewinnen können. Haben wir, wie gesagt, auch 10 Lernpunkte, die ich jetzt erstmal behalten werde. Es wäre vielleicht viel zu voreilig, direkt wieder 10 Lernpunkte für 5 Stärke rauszudonnern, wenn wir davon keinen direkten Vorteil haben. Und fürs edle Schwert brauchen wir nun mal 7 Stärkepunkte und nicht 5. Und die Lernpunkte haben wir einfach nicht. Ich habe ja auch schon gesehen, dass der Entwickler selbst mir auf die erste Folge, die wohlgemerkt heute veröffentlicht wurde, schon geschrieben hatte. Also nur zum Vergleich, wie weit ich wieder voran bin, also 10 Folgen quasi. Der hatte mir schon geschrieben, der Entwickler der Mod, dass er sich wohl auch sehr freut, dass das hier das Projekt bei mir auf dem Kanal gestartet ist. Ist auch vollkommen klar. Hab ja Bock drauf auf die Mod. Und es ist auch immer ziemlich cool, wenn der Entwickler der Mod mit einem dann in direktem Kontakt steht und am besten sogar vielleicht sogar das YouTube-Projekt verfolgt. Da lassen sich dann nämlich die Fragen, die sich während des Spiels aufwerfen, noch am besten klären. Und ihr kennt mich, ich habe immer eine Menge Fragen. Die erste, die ich dann in dem Zusammenhang schon stellen wollen würde, wäre eben das mit den Stärkepunkten. Also wie sollte man die denn möglichst effizient hier einsetzen, die Lernpunkte, für Stärke? Macht das einen Unterschied, ob ich mir die Suppen rein donner oder nicht? Weil normalerweise macht das einen Unterschied. Der Gesamtstärkewert ist dann zu hoch und dann sind die Kosten teurer. Das heißt, ich hebe mir das Ganze erstmal auf, bis ich eine Antwort darauf habe. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich habe hier direkt wieder 5 Goblins gesehen und 4 Wölfe. Da können wir gut was zusammenschlagen. Und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.